Hallo, hallo, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit mir, dem Tops. Genau, wir sind wieder hier bei Minecraft Galactus. Und zwar auf der coolsten Villa der ganzen coolen Welt hier. Und zwar in ganz Minecraft Galactus. Das ist einfach die coolste Villa, die es einfach gibt. Also, momentan ist sie noch nicht ausgebaut, aber trotzdem ist das schon die coolste Villa, die es überhaupt gibt. Weil, ich meine, Flo's Haus. Ist jetzt nicht so toll wie meine Villa. Ich meine, wenn die Villa erstmal fertig ist, Alter, da überschlägt das noch um Längen. Wisst ihr, mir ist auch aufgefallen, dass Flo hier reingeschrieben hat, Eisbärensauna. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt, ob ihr euch noch erinnern könnt, aber ich habe bei Flo so einen kleinen Streich hier so gemacht. So mit Eisbären und so weiter. Und deswegen dachte ich mir so, deswegen macht man eine Eisbärensauna hin und dann, naja, was weiß ich alles so. Aber naja, gut, wir müssen erstmal schauen. Meine Damen und Herren, ne, was auch ganz wichtig ist, schaut auf jeden Fall auf ziegel.games vorbei, Leute, denn bald gibt es ein richtig fettes Update bei ziegel.games. Das ist nämlich mein Server und für Leute, die es nicht wissen, mein Server, der ist richtig krass. Wir werden demnächst ein richtig, richtig fettes Update machen, wo man gegen Enderdrachen kämpfen kann und das wird richtig geil. Das wird nicht so ein normaler Enderdrachenkampf, sondern so ein richtig geiler, so mit mehreren Stufen, was weiß ich, alles so und dann noch mehr Bossen vor dem eigentlichen Boss und dann richtig krassen Loot, was man kriegen kann, zum Beispiel irgendwelche speziellen Items oder was weiß ich alles, deswegen checkt auf jeden Fall ziegel.games aus oder den Shop von ziegel.games, nämlich shop.ziegel.games, aber nein, gut Leute, ich habe heute einiges vorgehabt, ich habe nämlich ein bisschen Progress gemacht mit den ganzen Gedöns hier. Und zwar hier NASA Workbench, das habe ich nicht mehr, mich hergestellt, da macht man Raketen und so weiter. Dann gibt es zum Beispiel hier diese Rocket Pads, die man machen kann, die muss ich mir nochmal craften, weil das Ding ist halt, wenn man die Erfolge nicht freigeschaltet hat, also wenn man die Sachen craftet, bevor man die Erfolge freigeschaltet hat, dann muss man die Sachen nochmal craften. Ist zwar ein bisschen blöd, aber kann man nichts machen. So, hier haben wir geschaut, hier muss ich mir, ich muss mal wieder farmen gehen oder so. Dass ich da mein ganzes Zeug kriege. Enderohr. Ich glaube, da muss ich ins End gehen, glaube ich. Vielleicht. Weiß ich nicht. Kann sein. Frag, da muss ich mal gucken. Ich glaube, bei Flo war noch irgendein Bruchdingensens. Ein Hauch von Tüll. Kriege eine Skulptur aus Chisholm-Bit. Das muss ich auch noch machen. Team, nimm eine Folge mit einem Mitspieler auf. Ich weiß nicht, ob ich mal mit Flo mehr oder weniger so einen kleinen Friedensvertrag machen soll, weil das könnte nicht angehen. Weißt du, so Flo muss ja lernen, wo sein Platz ist. Archäologe, finde eine Schatzkiste. Eigentlich habe ich das schon gemacht. Das ist ja diese komischen Kisten, ne? Das sind ja diese weirden Dingens. Da gab es auch irgendwie so ein Quest, glaube ich. Wo war das? Bett was, Freunde, Brieffreunde, Abenteurer, Vogel. Crafte dir einen Hangglider. Das muss ich mir auch nochmal machen, weil. Crafte dir einen Rucksack. Okay, das muss ich machen. Wo habe ich das denn, König? Auf zum Mond, Apollo. Irgendwo gab es doch hier neue Mittel. Unboxing-Items. Wo war das denn? Es gab genau Looter. Öffne Loot-Chest. Ich glaube, diese Loot-Chests, das sind ja auch Schatzkisten, ne? Also, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also, wenn ich jetzt mich täusche, dann tut es mir leid. Aber soweit ich weiß, sind das ja die Dingens, die man looten kann, ne? Also, diese komischen Kisten da. Wissenschaftler, sammle 20. Warum muss das denn jetzt immer zu spät kommen? Astronaut, sammle. Okay. Okay. Das ist so richtig unfair von. Alter, das sind die Sachen. Ich bin witzig. Okay, wisst ihr was? Das Ding ist halt. Ich muss jetzt mal schauen, ne? Ich habe ja hier meinen Arc-Reaktor. Das ist ja der Reaktor von Tony Stark, den Tony Stark in seiner Iron Man-Rüstung drin hat. Das Ding, was immer so leuchtet, so in der Mitte. Und hier ist wieder eins. Oh, Pingu hat so viele von diesen Kamelien platziert. Das hier ist meine Raketen-Startrampe. Und das Ding ist halt, ich muss halt schauen jetzt, inwiefern, ne, mache ich das jetzt. Weil ich möchte jetzt auch eigentlich mal losgehen und ein bisschen erforschen. Pingu ist gerade nicht da, sonst hätte ich gesagt, dann würde ich den halt mitnehmen. Aber er ist nicht da, deswegen ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Aber gut, ich muss ja auch mal ein bisschen vorankommen mit diesem ganzen, ja, Weltraumgedöns. Wo ich dann sagen kann, okay, so und so geht das. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen angeguckt und so weiter. Ich habe mir so ein Tutorial angeguckt, wie man sich Raketen craftet und bla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 bl
backt zwar ein bisschen rum, aber naja. So, okay, hier waren, genau, da waren die Sachen, wo man sich eine Rakete craftet. Dann macht man die einfach so, warte mal, gehen die einfach so rein? Okay, ah, okay, nice, okay, dann kann man so machen, zacki, zack. Blup! Dann kann ich sagen, ich habe die gecraftet, kann die hier drauf platzieren. Die müsste jetzt eigentlich, Space Lounge, warte mal, wie kann ich denn leften? Achso, mit Shift, okay, gut. Das Ding ist halt, ich habe ja hier meine, Sachen drin, okay, ich glaube, die muss ich, ich glaube, die werden erst verbraucht, wenn es nötig ist, wenn ich in irgendeinem Bereich bin, wo es, keinen Sauerstoff gibt, damit ich atmen kann. Okay, gut. Ich glaube, der befüllt die gerade, ne? Inventory Fuel. Okay, das ist voll. Okay, super. Okay, gut. Ich glaube, Leute, wir können jetzt sagen, wir starten jetzt. Ja, ich hoffe mal, dass wir jetzt so starten können. Okay. Und dann würde ich sagen, einfach, ich glaube, ich habe alles, oder? Ja, ich glaube, ich sollte losfahren und so weiter. Und 19, 18, 16, 15, 13, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und das Ding ist halt, es passt halt, sollte eigentlich passen. Ich hoffe, ich knall nicht gegen die Decke. Komm ich raus, komm ich raus? Huhu, wir kommen raus, Leute. Wir sind oben. Alter, das ist mal mega krass, ey. Ich glaube, ich kann damit auch irgendwie lenken oder so. Ich bin jetzt, glaube ich, aus der Ozonschicht raus, wenn ich mich nicht täusche. Ich kenne mich nicht aus mit diesen ganzen Begriffen. Wenn sich jemand auskennt, sagt mir mal, wie das jetzt so aussieht. Alter, Junge, guck mal, da unten ist unser... Okay, jetzt sieht man es nicht mehr so. Da unten war unser Haus. Alter, wir sind ganz schön weit oben, ne? Wir haben gerade einen richtigen Höhenflug. Wenn ihr versteht, was ich meine, weil Höhenflug und Raketen und so weiter und... Ne? Das Ding ist halt, ich hab eigentlich alles. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe Essen, Trinken, ja, ne? Also eigentlich habe ich... Trinken braucht man ja nicht. Ich hab so Trinken, was mich dingensens macht. Und wir sind gleich an der Spitze. Ihr seht oben links diese Anzeige. Wir sind, glaube ich, gleich an dem Punkt, wo man dann die Erde verlässt. Ich hoffe es zumindest. Okay. Okay. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Hallo. Das ist die Erde, glaube ich, ne? Lounge, Space Station, Need. Warte mal, wie ging das? Wie war das? Create, Lounge. Was ist das? Hä? Create, ja, warte mal. Oh, warte mal, da ist Mond. Da kann ich mich... Okay, da ist der Mond. Okay, dann... Der Mond umkreist die Erde, das heißt, ich kann mich da drauf launchen lassen. Bitte funktionieren, so. Space, okay, warte mal, Space. Ich drücke gerade Space. Okay, wir fallen irgendwie gerade runter. Okay. Ich glaube, ich muss, ja genau, ich muss das irgendwie, die Geschwindigkeit muss ich niederhalten, glaube ich. Ja? Okay. Hallo? Alter, es ist ziemlich düster hier, ne? Nice! Ich bin auf dem Mond. Oh, lol, wie hoch man springt. Man hat ja, ich habe jetzt sowieso generell einen Sprungboost. Ich glaube, warte mal, wie ging das? Ich glaube, oh mein Gott. Zicki zack. Genau, so das nehme ich mit. Und jetzt muss ich nur ein bisschen umherlaufen und ein bisschen erforschen, ob es hier irgendwie Sachen gibt, ne? Keine Ahnung, Leute. Ich mache mir mal den Weg, warte mal, das Ding hier. Ich weiß nicht, bleibt das da stehen? Hä? Space Lander? Hä? Warte mal. Ich muss sie doch so platzieren. Dass ich das Ding da habe ich überhaupt, warte mal, vier. Hä? Warte mal. Hä? Warte mal, Katz. Hä? Hä? Warte mal, nee, sag jetzt nicht. Oh nein.
Oh nein, bitte sag es nicht. Leute, das Ding ist, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Und dieser Fehler ist nicht so klein, wie ich dachte. Und zwar, wenn man halt, ne, unterwegs ist, Leute, ne, irgendwo hinfahren will, ne? Sagen wir so, du möchtest irgendwo hinfahren und dann wieder zurück nach Hause. Dann musst du auch den Heimweg im Auge halten. Das habe ich nicht gemacht. Denn ich habe vergessen, mir Fuelkanister mitzunehmen, womit ich die Rakete wieder auffüllen kann, damit ich mit der Rakete wieder zurückkomme. Das bedeutet, ich bin stuck auf dem Mond. Und wie ihr sehen könnt, ist da oben die Erde. Und diese Erde ist halt ziemlich erdig. Leute, ne? Okay. Okay, Leute. Was macht man in so einer Situation? Ich bin stuck auf dem Mond. Wie kann ich da irgendwie umgehen? Leute, ich habe absolut keine Ahnung, was ich machen soll. Okay. Ganz ruhig, Tobias. Ganz ruhig. Habe ich irgendwie noch irgendwas? Kann ich mit den Glasbottles da irgendwie was reißen oder so? Ich glaube, es wäre weniger. Hallo? Geht das da rein? Bitte? Spacelander? Nein. Leute, ich hab da... Okay, wisst ihr das? Ich muss mir vielleicht erstmal überlegen, was ich jetzt als nächstes mache. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut, wie gesagt, auf meinem Server vorbei. TG.Games. Schlaf schön, träum was Schönes. Wir sehen uns dann. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Bis dann. Tschüss.